Der Startschuss für 4 neue Buslinien im Muldental wurde groß zelebriert. Mit ihnen sollen die Orte untereinander besser vernetzt und an Leipzig angeschlossen werden. Unter anderem in Brandis haben viele auf diesen Moment gewartet. Wir müssen sehen, dass Menschen wieder in die Stadt kommen, die Angebote der Innenstadt auch in so einer kleinen Stadt wie Brandis nutzen. Dazu müssen sie in der Lage sein, herzukommen. Und dass der Bus eine Möglichkeit und eine Antwort darauf. Überhaupt wieder mehr Angebote in der Innenstadt haben, das erhofft sich Kolditz vom neuen Bus. Die Gemeinde liegt am südöstlichen Rand der Region. Zwar lockt das Schloss Touristen an, doch es gibt auch viel Leerstand. Das soll sich jetzt ändern, denn die Stadt rückt näher an Leipzig heran. Also die Anbindung von Kolditz an die Stadt Leipzig verbessert sich deutlich. Die Fahrzeit beträgt jetzt noch auf der Hinfahrt 60 Minuten. Wir fahren 9-mal am Tag im 2-Stunden-Takt und auch am Wochenende, samstags 6 und sonntags 4 Fahrten. Vom abgelegensten Haltepunkt innerhalb einer Stunde nach Leipzig, das ist das Ziel. Dafür schaffen die Busse einen genau abgestimmten Anschluss an verschiedene S-Bahnhöfe. Ich bin den Weg damit abgefahren, also wunderbar. Sonst ist es ein bisschen kompliziert gewesen. Man musste ein Taxi nehmen oder mit der Schubkarre fahren. Muldental in Fahrt heißt das Verkehrskonzept und soll als Modell für andere ländliche Regionen in Sachsen dienen. Denn bislang beschränken sich Regionalbusse meist nur darauf, Schüler zur Schule zu fahren. Im Idealfall sollen sie jetzt zur Stadtentwicklung beitragen. Seit 3 Jahren ist jetzt das S-Bahn-Netz Leipzig in Betrieb. Und seit 2 Jahren spüren wir das an den Haltepunkten, in den Siedlungen bis zu den Mittelzentren, also den Städten wie in Burna, in Wurzen, die Bevölkerungszahlen nicht mehr absinken, sondern stabil sind. Das heißt, dass die Orte im ländlichen Raum attraktiver werden, als Wohnstandort genutzt zu werden. Und diesen Effekt, den wollen wir jetzt noch weiter in die Fläche ziehen. Im nächsten Jahr sollen daher insgesamt 28 Buslinien in der Region Muldental ausgebaut oder neu geschaffen sein.